Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Video. Heute stelle ich euch diesen Grill vor. Es ist ein gusseiserner Grill. Sieht ein bisschen wie Dutch Oven aus. Habe ich bei Santos gesehen vor Monat und habe ich zur Verfügung gestellt gekriegt. Ich zeige euch einfach den Grill. Das ist ein Hibachi Grill. Was ist Hibachi? Es ist eine japanische Keramikschale, Topf, wo Kohle reinkommt. Wird auf dem Tisch gestellt, dann kommt da ganz dünnes Gitter drauf und da drauf wird gegrillt. Das ist wirklich nicht groß, das sind manchmal eckig, manchmal wirklich wie so ein Blumentopf. Und da drauf wird gegrillt und das ist so dran angeknöpft. Und ich habe mir überlegt, das könnte man versuchen statt Raclette. So mit vier Personen, denke ich mal, ist das vollkommen ausreichend, am Tisch zu stellen und dann gemeinsam zu grillen. So Kleinigkeiten vorzubereiten wie beim Raclette oder Fondue. Wiegt 13 Kilo, ist auf jeden Fall schwer. Ist jetzt nicht für so ein Camping geeignet, wo man mit dem Rucksack loszieht. Aber wenn man einen Stellplatz hat oder nicht weit zum See hat, warum nicht? Ja, und tatsächlich müssen wir den noch zusammenbauen. Also zwei Schrauben sind hier. Das wird jetzt gleich mit dem Boden verbunden. Hier haben wir zwei Löcher. Ja, ihr könnt das euch selber anschauen, das Material. Sieht doch vernünftig aus und man kann das wirklich gut zweckentfremden. Auch das untere auf den Anzündkamin drauflegen und dann könnt ihr hier wunderschön euer Steaks anbraten. Genauso wie mit den großen. Dann haben wir hier den Schieber für die Luftzufuhr und hier die Klappe. Ja, beim Zusammenbau ist wichtig zu beachten, dass diese Öffnung, wo der Schieber ist, hier mit dieser Kante, die ist nur von einer Seite zusammenliegt. Ich bin gespannt, wirklich, wie die Temperatur sein wird. Ich werde das auf jeden Fall nachmessen. Ich denke mal, der Abstand ist nicht zu groß, dass man das einfach so auf den Tisch stellt. Müsste vielleicht eine Fliese drunter legen. Ja, wir haben hier einen Griff zum Rumtragen. Wir haben hier, wie gesagt, unseren Rost, wo unsere Kohle drauf kommt. Dann haben wir hier so eine Klappe. Einfach reingesteckt, man kann die aufmachen, hier noch mal was reinschmeißen, wenn das hier drauf ist. Also das ist der Grillrost, der ist auch höhenverstellbar. Das kann man auch so hinlegen, man kann hier Fahne draufstellen, man sieht, ja, ein Dutch Oven, also der 5 Liter Dutch Oven, der passt hier perfekt drauf. Ja. Hier haben wir noch den Schieber, das zeige ich euch alles gleich. Man kann wunderbar hier die Öffnung zuschließen komplett oder nur ein bisschen Luftzufuhr. In der Form ist der Grill jetzt 22 cm hoch. Also ich messe jetzt die Länge von dem Grillrost und das sind schon 40 cm, also von hier bis hier. Also es ist schon ordentlich. Und hier haben wir ja 23. Sagen wir 22, ja, 22. Also man kriegt hier auf jeden Fall was hin. Ich habe da Ideen. Heute werden wir da ein bisschen anschmeißen, angrillen, Feuerchen noch drin machen. Jetzt werden wir den mal anschmeißen. Was mir aufgefallen ist, der hat hier vorne zwei Füße und hinten nur eins. Dadurch steht er richtig gut auf unebenen, ja, Flächen mit vier. Wäre wackelig. So kann man den wunderbar irgendwo hinstellen. Ich habe hier ein paar Hölzer zum Anzünden, ein bisschen Tannenzweige. Greg Fire Briquettes, die brennen ziemlich lange und wir brauchen nicht viel, denke ich mal. Weil ich werde nur Würstchen, ein bisschen Brötchen machen, das war's. Und ja, so sieht das Ganze aus. Ich habe den Schieber zugemacht. Und hier die Kohlen. Also schön durchgeglüht, ja. Die Greg Fires, die brauchen ein bisschen länger. Jetzt werden die einfach noch ein bisschen verteilt. Ich habe noch ein paar dazu geschmissen. Ich glaube, es war ein Fehler. Also ich spüre die Hitze sogar hier. Also unser Rost kommt drauf, also auf die hohe Einstellung. Und wir werden gleich die Temperatur nachmessen, was hier oben so abgeht. Kommen wir sofort zu der Funktion noch dieser Klappe.
Kann man hier ein bisschen aufmachen und dann einfach wunderbar noch ein paar Kohlen reinschmeißen. Also man kommt mit der Zange überall hin oder die ein bisschen verteilen. Also muss man nicht den Rost hier abnehmen. Also auf jeden Fall praktisch. Die Temperatur vom Außen sind 200 Grad. Das Fuß hier unten hat ja 80, hier ganz unten ja so an die 70 Grad. Und der Boden ja so auch um die 80. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr warm. Muss man, wenn man auf dem Tisch stellt, auf jeden Fall was drunter legen. Und der Rost, also ich messe jetzt genau hier. Ja, 270. Ich habe auch 300 Grad hier zwischendurch. Also richtig gute Temperatur zum Grillen. Und natürlich, wir werden einfach ein paar Würstchen grillen. Also 15 von denen würden hier auf jeden Fall Platz finden. Also vierköpfige Mannschaft, Familie, könnte hiermit schön am See was machen, wirklich. Und ja, Freunde, das Ergebnis, das spricht für sich. Also die Wurst kriegt man hier wunderbar gebraten, klar, Kohlen hier, Brötchen einfach aufspießen, dann habt ihr auch keine Arbeit. Ja, im Großen und Ganzen war es das mit dem Video. Ich muss das wirklich schnell runternehmen, aber man sieht hier, die Hitzeentwicklung ist gut. Ich weiß nicht, wie lange die gebraucht haben. 15 Minuten, 20, nicht mehr. Also Steaks angrillen mit einer Ebene weiter unten funktioniert hier, denke ich mal, astrein. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, freut es mich. Und wenn ihr Bock habt, dann machen wir mehr mit dem Grill. Und ja, Leute, wir haben gegessen. Eine Stunde ist bestimmt schon rum. Die Kohlen sind immer noch oder Briketts da. So sieht der Rost jetzt aus. Der hat immer noch Power. Also die Kohlen, man könnte hier wirklich durchgehend Würstchen grillen. Und Kleinigkeiten am Rande, nach der Benutzung würde ich auf jeden Fall abbüßen und kauft euch solches Sprühöl, Speiseöl in Sprühflaschen. Das reicht wirklich für lange und Guss muss man auf jeden Fall pflegen. Vielleicht nicht nach ersten Mal, aber nach dem zweiten. Wenn ihr Steaks habt, die mariniert sind, Säure greift das an. Ihr kriegt Rostflecken, das ist nicht schön. Deswegen wirklich Asche raus, abbürsten. Wirklich alles einsprühen, ein bisschen abwischen und habt dein Leben lang was von. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.